Ach ja. Oi. Würde ja gerne mal in den Rangkampf gehen mit dem S-Rang, ob da irgendjemand noch vernünftig spielt oder alle noch rumwabbeln sind. Also ich weiß nicht, wer mir das erzählt. Ich glaube, Lukas hat das erzählt, dass wohl sehr viele auch am Cheaten sind hier bei dem Spiel. Und echt? Dass es auch ja. Oft lange dauert, bis man in ein Match kommt, aber das hatten wir ja bis jetzt noch nicht. Ja, da war nicht, dass Nintendo das kümmert, wenn hier irgendjemand am Hacken ist. Ja, hast du das mitbekommen mit Mario Kart? Die haben für den 3DS-Teil haben die ein neues Update rausgebracht. Nach irgendwie 5 Jahren oder so? Nachdem sie alle das Spiel verkauft haben. Ja, nur, also klar, es gibt doch echt viele Leute, die auf der Switch zocken, aber auf den 3DS zocken, aber trotzdem, das ist schon heftig. Boah, irgendwie. Also bei mir dreht sich die Kamera nur, wenn ich den Stick ein bisschen stärker in der Richtung mache und dann aber auch sehr stark. Also aber so leicht kriege ich das überhaupt nicht hin. Deswegen einfärben kriege ich. Ich weiß nicht, ob es am Pad liegt oder so. Ach, komm, nein, ja. nein, hau ab! Ach nein! I! Boah, kommt der. Ah! Die Ulti ist ja so böse, ey. Das ist so ein bisschen wie der Roller, oder nicht der Roller, wie heißt das hier? Die Kugel. Wie die Kugel. Nur bei der Kugel kannst du ja. Die kannst du ja selbst kaputt machen. Ja, wow, danke. Ich seh dich. Ach man, warum? Also, hä? Was? Wie oft muss der denn noch auf diesen Schild draufballern? Man kann aber auch echt, wenn man tot ist, nur cool spam und nicht mal hier diesen zu mir. Auch cool. Ach stimmt, zu mir sagt er nicht. Doch, doch, macht er auch. Na, dann hört man das nicht. Na gut, und dann hat er cool einfach geschrien. Ich kann hier aber auch gar nicht auf Details so achten mit einfärben. Ich bin froh, wenn ich irgendwas einfärbe. Ja, hab ich auch. Oh, ja, toll. Hä? Sag mal, Dick ist ganz cool. Ja, den hatte ich die ganze Zeit bei mir als Gegner gehabt. Der ist auf Stufe 50. Der spielt bestimmt schon Splatoon 1, seitdem es draußen ist, ohne Pause. Der Junge, boah, euer Sniper geht mir so auf den Keks. Nein, da kann alle drei einfach hoch. Alter, Kratz. Alter. Ich sehe nichts mehr. Aha. Ja, aber das Nahe hat ja wenigstens was geschissen. Ich krieg die. Bin schon nicht ich. Nee, doch, stimmt. Jetzt geht das zu mir nicht. Gerade ging das irgendwie. Oh, hab einen gegreenadet. Wie schön. Nee. Der eine sagt die ganze Zeit zu mir jetzt. Uiuiui. Bin ja mal gespannt. Oh. Sehr knapp. Ihr habt dasselbe gemacht wie ich. Ja. Oh nein. Ja moin, der Hydrant war doch schon ins Splatoon 3 extrem langsam. Wie langsam ist der hier, bitte schön, ey? Da kriegt der echt 5. Ja, sollen wir nochmal raus oder hast du schon weitergeklickt? Wir können nochmal raus. Okay. Ja, dann lass mal raus. Man kriegt echt 5 Punkte für einen Win. Moin. 5? Ja, 3 für den Sieg, 2 fürs Einfärben. Vielleicht kriegt man da auch mehr, wenn man auch mehr einfärbt, aber ich bin froh, dass ich gerade irgendwas gepfiffen bekommen habe. Ich glaube, ich nehme einen Klecks-Troller.
Mit der Heulboje, so ganz. Wie früher. Soll ich snipen? Dann krieg ich gar nichts. Gott, ey. Diese Effekte. Die Logos sehen auch so abgefuckt einfach aus. Was so passiert, wenn man jetzt hier die, die Amiibos draufstellt vom dritten Teil? Explodiert das Gameplay. Weiß ich nicht. Also bei den anderen war das ja spezielle Level, hast du das bekommen. Beim zweiten kriegst du auch irgendwelche komischen Sachen. Da kriegst du hauptsächlich die Sachen, die du irgendwie mit den aus Teil 2 bekommst. Was macht da der Effekt eigentlich? Minen und alle nicht im Blickfeld befindlichen Bomben werden sichtbar. Ach, deswegen kommt der Totenkopf da immer. Okay, das ist ja cool. Okay, nehme ich aber das mal. Das ist ja noch besser. Ich hätte gerne ein anderes Oberteil mit einer. Boah, ich habe nur Scheiße. Sonst hätte ich nie hier was gekauft. Ich mach mal hier die Steuerung ein bisschen anders. Ich hoffe, das bringt mir doch irgendwie was, dass ich die ein bisschen empfindlicher und schneller mache. So, ja, ich gehe schon mal rein. Ja, wenn er kurz, dann join ich dir direkt nach. Mal gucken, ob das klappt. Ja, soll ich schon mal rein? Ja, ja, ich warte schon. Okay, so, Kämpfe werden gesucht. Jetzt. Asterix. Oh, Mr. Shorty. Jetzt konnte ich gerade erst nach joinen. Und ich bin drin. Juhu. Ja, geil. Mr. Shorty. Jo, ich kiff ihn blöd, ey. Sweet, sweet. Ich weiß noch, wie du da zum ersten Mal gesagt hattest, da, Senryu, da ist er. Ja! Ah. Richtiger Freudenausstoß. Ja, da ist er. Ah! Gott, ey. Fühlt sich so schön an. Du joinst irgendwo hin und du musst gar keine Angst vor einem Disconnect haben. Zwar jetzt vor Cheatern, ja, aber da bleiben wir jetzt mal positiv, dass das jetzt nicht vorkommt. Ja, und eigentlich hat meine Wii U eine richtig, richtig schlechte Internetverbindung. Also mir sagt das Ding immer, wenn du in den eShop gehst, dann kriegst du immer noch Punkte. Das geht aber nur auf dem Wii U oder auf dem 3DS. So, und jedes Mal sagt mir das Ding so, ja, du hast kein Internet. Aber warum geht dir das dann? Oh, wir sind ein Team. Ja, geil. Weiß ich nicht. Mit dem Klecksroller. So, ich habe jetzt den Disperser. Jetzt bin ich mal... Boah, Alter, der färbt ja genauso viel ein wie die N-Zap. Es gibt ja gar keinen vertikalen Schlag mit dem Klecksroller. Ja, stimmt, das ist erst in Teil 2. Und diesen Rückwärtssalto, wenn man ganz schnell die Richtung ändert beim Springen, gibt's ja auch hier noch gar nicht. Ich versuch das die ganze Zeit. Dabei? Aber weißt du, was ich noch hab? Mach mal die Heulboje dahin. Vielleicht hilft das ja. Ich hab eine richtig geile Ulti. Ich glaub, die Pizza wird kalt. Ich hab das nicht ausgeschaltet, Scheiße. Ich hab einen mit dem Klecksroller, den Sniper, der in den Tod voll reingerannt ist, der Dulli. Doch, das färbt sich gut. Aber doch, irgendwie fühlt sich doch die Map recht groß an. Die Map ist ja auch ziemlich groß, so ist. Und das ist ziemlich klein. Ah! Ey. Was war das denn? Oh, dankeschön. Der hat mich nämlich gerade so hässlich gekillt von der Seite. Hab noch einen? Das ist der dritte jetzt? Man kann mit dem Klecksroller nix machen! Gott, der Klecksroller. Und früher war das so, als das Spiel erschien, also ganz frisch war, dass die Klecksroller, wenn du da einen im Team hattest, der den hatte, und die Gegner hatten keinen, dann hast du fast immer gewonnen. Einfach weil die Maps oft so gestaltet sind, dass du da einfach langrollen kannst. Ja, der hat einfach keine Ahnung gehabt, wo der die Bombe hinschießen soll. Deswegen habe ich den erledigen können. Ja, also ich muss sagen, dieses Tinferno mag ich gar nicht. Gut, dass ich hier nicht habe. Achso, ich habe übrigens jetzt den Tintentitan. Ich wollte mutig. Ja, toll, bin trotzdem gestorben. Okay,
Hä, was macht der? Der campt da von uns. Okay, jetzt ist er tot. Ich kann ja gar nicht die... Ach so, ich will die ganze Zeit die Map aufrufen und denke mir so, ja, wo ist sie denn? Die ist ja auf dem Gamepad. Ja, sehr schön. Ich komme aus unserer Base nicht raus. Ich fährt nur die ganze Zeit bei uns wieder alles um. Kill dann zwei und fährt wieder zurück. Aber schlagen kannst du ja, ne? Schlagen, ja sicher. Alter, ist man schnell mit dem Titan. Und man kann sogar Wände hoch. Ja sicher. Kannst alles wie mit dem Tintenfisch. Du one-hittest nur einfach jeden. Der Sniper hat er die Heulbohne gemacht. Kommt von hinten einer. Hab einen. Super. Genau. Der ist da sogar. Ich habe ja diesen Klecksroller, den man von der Mission mit den Amiibos bekommt. Der hat zwar nichts Besonderes, der sieht nur cooler aus als der normale Klecksroller. Stimmt, das könnte ich als nächstes Spiel machen. Dann spiele ich die Mission von den beiden. Bin tot. Das wäre eine geile Idee, ich auch. Die Spammer war immer cool, wenn ich tot bin. Und heute sind die Maps ja nicht alle nach dem Rollern gestaltet. Oh. Ja, also ich würde jetzt auch nicht sagen, die sind speziell danach gestaltet, aber... Ja, schön. Aber die sind halt schon, die haben weite Wege, weniger drumherum. Ja, du hast sehr viele Möglichkeiten, dich irgendwo zu verschanzen und dann den Gegner einfach ratzfatz zu one-hitten. Ich habe mir voll die Flasche gegen den Zahn gehauen. Ja, so macht man das ja. Ach so? Dann mache ich das ja all die Jahre falsch. Oh, da habe ich meinen ja ganz falsch verwendet. Wie mit dem Klosaugnapf. Ich wag jetzt mal was, einen Moment. Oh, okay. Schon gut. Ich wollte ins Menü gehen und kurz die Vibration ausmachen, ging gar nicht. Ja, alles klar, Kugelfisch, dann gute Nacht. Schön, dass du da warst. Wo haben wir denn eigentlich? Wir haben erst 10. 10, ja, 10. Wir haben einen riesen Hunger. Ja gut, wir haben aber jetzt spät angefangen, ne? Verhältnismäßig. Ja, aber trotzdem, ich dachte, wir haben schon 11 oder so. Mindestens. Man kann hier halt nichts in der Lobby machen, außer dieses dumme Minispiel zu spielen, ey. Was ist denn dein Highscore? Highscore? Bei dem Minispiel. Ach so, bei diesem Sprungspiel? 4691. Was? Ich hab 2288. Ja, ich glaube, das war mal, als irgendwie die Lobby verbuggt war und dann zu viele Leute geladen werden mussten und es dann nicht ging. Die Zeit hat sich immer nur verlängert und dann wurde mir langweilig. Stimmt, man konnte ja dann am... Schade, dass ich nicht das im Stream zeigen kann. Nee, aber stimmt mit dem Story-Mode. Ich könnte jetzt Story-Mode ja nochmal spielen mit den anderen, mit den Amiibos. Ich habe ja die beiden Lümmel da. Ja gut, den Tintenfisch, den ich habe, kann ich dir ja auch ausleihen, aber da sind die Missionen eigentlich... bisschen schwachsinnig, weil du da die ganze Zeit den Tintentitan unendlich hast. Ja. Ja, mal gucken. Mal gucken. Ja. Ja, man bekommt ja hier so zwei Ausrüstungsteile, glaube ich. Und diese Waffe, kann das sein? Irgendwie so, meine ich. Den Klecksroller, meine ich. Danke. Sind wir jetzt im Team und nicht? Ich bin... Ja, doch. Deswegen Rosa. Bist du ja gerade zur Seite gegangen, weil ich da... Der Rosane hat recht. Reflex. Eine Tintenmine. Die gab es damals auch schon. Ja, stimmt. Die haben die Gegner sogar one-hitted. Weil einfach alles hier alles one-hitted. Rollboje los. Soll ich dir mal mein mettiges Erlebnis heute erzählen? Ja. Ich habe heute, weil ich momentan echt nicht Bock habe zu kochen, habe ich mir so gedacht, okay, also generell nicht so viel. Und ich habe so gedacht, weil ich auch nicht viel Hunger habe, ist ja ein bisschen blöd, eine Sache muss ja essen. Und dann habe ich mir gestern schon eine Pizza, so eine Tiefkühlpizza gemacht, weil ich hatte mir letzt 4 Stück gekauft oder so. Ne, 5 habe ich gekauft, genau, dann hatte ich nur noch 4. Und die hatten jetzt, bin ich heute extra einkaufen gegangen, weil die hatten für 2 Euro Tiefkühlpizza im Angebot. Ui. Ja, und dann habe ich schon meine Eltern gefragt, ja, bringt ihr die mit? Und dann hieß das ja. Und dann habe ich gesagt, ach komm, wisst ihr, wenn ihr sowieso später geht, dann komm, dann geh ich mit. So, und dann habe ich schon gesagt, ja, bringt mir 4 Stück mit. Und dann habe ich schon so gedacht, 4, wenn die so billig ist und die ist vielleicht ist die ja gar nichts so weit. Und dann hast du aber wenigstens irgendwas, was du machst. Wie viele nimmst du denn? Bin ich so im Laden?
Nimm eine. Nimm noch eine. Nimm noch eine. Ach so, ja, davon kannst du auch zwei nehmen. Es sind im Endeffekt 8. Also habe ich jetzt hier 12 Tiefkühlpizzen liegen. Alle auf einmal reinmachen. Ja, aber ich sag mal so, bevor ich gar nichts esse. 10 Stunden. Ja, wie mit den Fackeln von Avatar. Es hilft aber nicht, wenn du sie alle auf einmal anmachst. Natürlich. Das wäre ja eigentlich schon eine interessante Sache. Stell dir mal vor, du frisst einfach 12 Pizzen und dann bist du einfach 12 Tage satt. Wenn das funktionieren würde, so wie so ein Videospiel. Dann bist du aber genauso rund. Ich spring mal einfach zu dir. Wirklich, ja. Nein, 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 ah! Oh, alle drei auf einmal. Oh, geiler Spawnpunkt. Oh nein, und ich hab die Ulti nie. Ich hatte doch den Tintentitan. Schlecht gewählt. Ja, aber ein bisschen komme ich wieder rein, muss ich sagen. Da oben sind die Snipers. Das sieht halt echt nicht schön aus. Ab ihn. Wow, ein. Aber ist schön, dass die Gegner gar nichts können. Damit wir wenigstens ein bisschen Spaß auch haben. Und Erfolgserlebnis. Ja, das sah jetzt aber nicht so schön aus, weil gerade wo der Boden eingefärbt, wo ich gerade erst drüber rollen wollte. So, als ob ich so wie Jesus einfach vor mir alles einfärben würde. Boah, Alter, du clearst einfach so die Base. Oh Gott, der Titan, der färbt ja auch ordentlich an. Ach, guck mal, ein Kackvogel. Princess, kannst du... Danke, Princess. Ui, ui, ui. Aber wieder so ein Bot im Chat. Okay. Gewonnen. Gewonnen. Und man sieht nur sich selbst. Down. Oh. Da. 217. Der läuft doch. Boah, kriegt ja wirklich gar nichts. 72 Punkte braucht man. Hä? Ich brauch 432. Ja, läuft. Läuft, würde ich sagen. Nee. Lieber nicht. Ich nehme mich nicht. Ich hole mir neuen Lernsaft. Bis gleich. Mhm. Na, guck mal, wie viele da rausgeflogen sind. Boah. Ach herrje, Leute. Oh, was geht denn so ab? Also bei mir geht momentan nicht viel ab. Ich weiß auch noch gar nicht, was ich heute machen soll noch nach dem Stream. Ich denke mal, was können wir denn noch machen? Film gucken. Ganz interessant, Splatoon 1. Ja, ist interessant, aber ich würde sagen, abseits vom Story-Mode... Also, ohne jetzt arrogant zu sein oder nicht arrogant, ohne jetzt zu sagen, ey, mach das mal. Also, das Einzige, was mich halt wirklich reizt in dem ersten Teil, ist halt wirklich der Story-Mode und auch im zweiten Teil so. Aber dafür halt so viel Geld zu bezahlen, deswegen wollte ich sagen, also wenn ihr euch dafür interessiert, kommt gerne auf den YouTube-Kanal, da habe ich das ja alles hochgeladen von mir oder halt generell irgendwie sich das mal angucken. Weil ich finde halt, besonders wenn du als Splatoon 3 spielst, ist das schon cool, vorher die Sachen wenigstens mal gesehen zu haben. Also auch den Octo Expansion Pass und so. Deswegen freue ich mich auch schon total auf die Erweiterung hier in Splatoon 3. Aber ja, es ist halt auch immer anders. Und ich finde halt auch cool, es ist halt nicht so eine Sache, wo jedes Jahr ein neues Spiel erscheint. So, wie bei anderen Marken. Sondern, ich glaube, genau das erschien, dann erschien zwei Jahre, genau, das erschien, glaube ich, 2017, das zweite erschien 2019 und das nächste erschien ja 2022, das waren ja dann Mathe. Ein paar Jahre später. So. Oh, da ist er ja. Oh Gott sei Dank. Wir sind der Gegner. Oh nein. Was, wo bist du? Ich komm. Oder? Hau ab! Nein! Haut alle ab! Oh Gott. Nein, da kommt von oben dann auch noch einer. Ich komme. Du musst springen, sonst machst du keinen Schaden. Ach, springen? Nur berühren geht, gilt nicht, das bringt nichts. Das ist gar nicht so klar. Oh, wir haben einen, der macht nichts. Wow, schön. Oh, ich hab einen mit der Heulboje. Ja, mach auf jeden Fall mal, Princess. Ja, ist ja gut. Ich bin auch tot. Ja.
Der macht nichts. Wow. Lass gleich aus der Lobby raus. Wir haben jemanden hier, der hat keinen Bock. Ach, jetzt macht er. Okay. Oder ist der das? Wie war das denn nochmal mit Splatoon 1, beziehungsweise bei der Wii U? Werden die Leute dann automatisch gedisconnected, so wie bei der Switch? Ja, ich meine schon. Ach, guck mal oben, weil ihr führend seid, sind eure Bilder größer. Das habe ich bei den anderen Splatoon-Teilen vermisst. Das ist ja echt cool. Ja, das. Also, jetzt mal ohne Scheiß, daran habe ich gar nicht. Kann ich mich gar nicht erinnern. Oder gibt es halt auch keine Octoling-Icons, ne? Logisch. Ja. Ja. Ach, oh, shit, die Heulboje, ja. Ich bin einfach reingelaufen. Autsch. Ich habe auch mit nichts rechnet, so von wegen, da ist gerade einer direkt vor mir gewesen, sodass der mich auch angreifen könnte. Daran habe ich gar nicht gedacht. Allein dafür war es. Auch mit dem Färben dann konzentrieren und so. Nee, keine Zeit, was? Nee, komm mal her! Nein! Oh, ich hab einen. Den Carbonroller von euch. Nein! Skimpad. Da habe ich einen. Und dann noch einen. Ja, das bin ich wieder. Danke. Danke. Kann ich noch einen Kill von Sinrio haben? Och Mann! Danke. Ja, lass rausgehen. Die macht, da ist die ganze Zeit einer, der macht nicht mit. Das ist ein dulliges Spiel. Okay, einmal kurz rausgehen. Ja. Ja, moin. Da könnte man ja fast meiner machen. Zwei von euch nichts. Ja, und der hat bestimmt jetzt die meisten Punkte, ich sag's dir. Ist immer so. Mr. Shorty. Nö, natürlich, die wenigsten. Ja, guck mal, wie viele Punkte ich einfach hab. Und ich hab mich überhaupt nicht angestrengt. Der hat mich sogar einmal gekillt. Hey, einfach weg hier. Dreck. Raus. Dann gucke ich direkt mal nach einer neuen Waffe. Weil die Heulboje ist irgendwie overused. Die bringt nichts, habe ich so das Gefühl. Ich mache jetzt hier einmal den Vibrator aus. So. Jetzt geht's wieder. Soll ich den Klotzer nehmen? Den gibt's hier auch schon. Ja? Ja. Ja. Gut. Was? Ja. Nee. Lieber nicht, ey. Okay. Es gibt sogar den Schwapper mit dem Tint-Titan. Lol. Wo ist denn eigentlich hier der Laden für die Waffen? Ach, da! So blöd um die Ecke, weil ich will da immer reinlaufen. Seh den nicht. Der Hydrant hat ja mal ein komisches Setup. Diese so. Dreieckbombe und Echolokator zum Aufspüren der Gegner. Welche Waffe jetzt? Der Hydrant. Ach so. Ja, ich hab, also meine, ich hab ja gerade den Disperser und der hat auch diesen Aufspürteil, diesen Detektor und, ja, die das große und Soße-Ding. Ah, da große ist Soße-Ding. Ich will die Klicks vom Tinzuk haben, aber ich muss sagen, das zum Aufspielen ist auch ganz geil. Es gibt sogar eine goldene Klotzerwaffe. Ja moin, ey, mit Tinferno. Also die haben da. Ja gut, natürlich, das Spiel ist natürlich auch durchentwickelt, ne? Die Waffenauswahl ist viel größer. Ich habe hier 2, 4, 6, 8 Seiten voll mit Waffen. Und man kriegt voll schnell. Neue Sachen einfach. Also Geld meine ich. Ja gut, du kannst es ja auch für nichts anderes ausgeben, außer Kleidung und Waffen. Oh ja, okay, stimmt. Ja, weil ich hab jetzt schon wieder neue Klamotten kaufen können und so. Interessant. Boah. Dieses Mal muss ich sagen, es gibt so viele coole Waffen-Setups, ich weiß nicht, welche ich nehmen soll. Gar keins. Da guckt der Kutterfisch da unten raus. Magst du nicht, wenn der Controller vibriert? Nein. Soll lieber so bleiben. Das ist schon okay.
Ich nehme den Luna Blaster, glaube ich mal, auch wenn ich das bestimmt bereuen werde. Ich bleib bei meinem Waffe. Hast du hier eigentlich schon den Blubler? Nee, eigentlich den gab's noch nicht. Ah! Den Schwapper. Stimmt, der Zug fährt hier lang. Den Schwapper, den gibt's. Mit der Bazooka zum Beispiel. Oder dem Tinferno. Ja, Schwapper hin oder her. Also Gabeln hin und wieder. Was für Haupteffekte hast du denn auf deinen Kleidungen, die du spielst? Ich guck mal kurz. Ich habe einmal Stärke. Also Angriff plus. Mhm. Dann habe ich bei der nächsten, weil ich hatte da kein anderes Waffending, habe ich. Am Startpunkt werden die Positionen aller Gegner auf der Karte angezeigt. Das habe ich aber bis jetzt doch gar nicht gesehen. Ja, und Sekundarverbrauch. Das habe ich auch noch reduziert. So, dass sobald du zurückspringst oder stirbst, dass du einmal kurz siehst, wo die Gegner denn sind. Okay. Glaube ich, ist es. Ich glaube, ich nehme einfach Schwimmtempo. Hier habe ich noch eins. Das ist ganz gut. Oder Verteidigung plus erlittener Schaden wird reduziert. Wow. Das ja, aber diese Effekte, die klingen immer nur cool. Ich weiß noch ganz genau von früher, dass die zum Teil gar nichts bringen. Blaster one-hitten dich trotzdem, Klecksroller lachen dich aus und one-hitten dich. Also, und Sniper sowieso. Ja, ich habe nur nicht viel gute Kleidung, wo man drei Dinger hat. Spezialabzug. Nach dem K.O. wird die Spezialanzeige weniger reduziert. Ja, okay, das kann ich eigentlich auch mal aufleveln. Ja, nehme ich das.